Leute, es geht weiter, live auf Twitch, es zeichnen auch für YouTube mit Jack the Lions 3, endlich da, zumindest für uns hier im Preview-Let's Play. Ich blicke mal in die Zukunft einen Tag weiter und sehe euch ebenfalls dieses schöne Spiel zocken. Im Augenblick haben wir noch den 13. Juli, an dem ich hier halt live aufzeichne. Ich sage den Damen und Herren auf YouTube noch eine Playlist dort oben in der Ecke. Da ist ein Button, der führt auf alle Videos aus dieser Reihe. Und es gibt auch ein Video von mir, 12 Tipps zum Partiestart. Kann ich auch empfehlen. Link darauf gibt es in der Videobeschreibung auf YouTube hier drunter. Und vielleicht haben auch die Chatmods mal einen Link für euch. Oder ich könnte euch den Link auch mal posten. Kann ich das? Nee, kann ich nicht mehr. Oh, wie das in dir hat es gerade gepostet. Du bist ein Schatz, David. Danke dir. Machen wir weiter und gehen mal ein Gebiet weiter mit allen unseren Leuten. Wechseln in die Übersichtsmap. Wir könnten auch an den Rand der Karte laufen. So geht's aber auch. Und laufen einmal hier hin. Dort oben hin müssen wir ankommen. Jetzt vergeht auch die Zeit hier unten. Yes, go. Kommen an. Gegner, diesmal gleich 6, 5 Schergen und einen Scharfschützen. Der ist fies, an den müssen wir gleich rankommen. Und unsere Leute kämpfen natürlich. Klarer Himmel. Und wir haben keine Infos über den Sektor, die uns irgendeinen Bonus geben würden. Prima, da kommen wir an. Barry Ungar. James Bond 007. Barry Ungar. Writing Bull. Mickey Mouse. Something to help us on our quest, perhaps? Kräuter gefunden. Das ist schön. Alt-Taste drücken. Hier vorne was einsammeln. Oh, da vorne ist ein Dorfbewohner. Jim, halten wir mal ein Schwätzchen. We have agreement. Are you commandos, like in the movies? Ja. Coming to shoot those Legion bandits. Wenn man alle fertig, ja. Yes. Können wir helfen? The village is full of them. They shot Tinney and took Hammond. And I decided to sneak away. But there are more of them here. You will sneak up on them and shoot them, right? Ja, machen wir. Wir schleichen uns an und für die Menschlichkeit werden wir alle umbringen und ihnen ihre menschlichen Leben nehmen. Ich hoffe, ich habe unsere moralisch hochwertige Aufgabe vernünftig zusammengefasst. Eine Sache fehlt noch. Wir bekommen Diamanten dafür. So, wir schleichen jetzt aber weiter und suchen und gucken einmal, ob wir irgendwo noch schöne Dinge auffinden. Und vor allem, wo unsere Feinde hocken. Ich tue so, als wüsste ich nicht wo. Also diesen Teil hatten wir schon mal in dem ersten kurzen angespielt gehabt, aber Ich tu mal so, als ob doof hier. Ja, wir spielen von Beginn an. Wir machen eine komplette Partie. Wir haben Kräuter gefunden, weil wir Leute mit hohem Weisheitswerte dabei haben. Spart man viel Geld, wenn wir unsere Ersthilfekästen und Co. wieder auffüllen. Hier vorne können wir noch was sammeln. Mal gucken, was hier ist. Oh, jede Menge Medikamente. Nehmen wir alles mit. Prima. Wir haben einen ersten Feind entdeckt. Hier vorne sind zwei nichtsahnende Schergen. Ja, wir hatten eben gesagt, dass wir jetzt drei gute Schleicher hatten. Und zwar Igor, Blatt und WB waren es, ne? Und die drei anderen gehen so. Und wir haben eine Scharfschützin, das ist Kalina. Den schleichen wir mal hier rechts rum. Solange wir im Schatten bleiben, desto gut. Ich hoffe, ihr bewundert meine tadellose deutsche Grammatik hier. Schleichen hier vorne noch was rüber. Das findet er jetzt da, Kräuter. Da vorne ist noch ein Bösewicht. Wir müssen aufpassen, wir wissen noch nicht, wer wo ist. Ich kann uns hier verstecken. Blatt einmal hier vorne rein. Igor schleicht hier hin. Okay. What is taking Bastian's boy so long? I think I heard more gunshots. They were supposed to just sneak past the guards and kidnap the bitch.
Take it easy. They probably sneaked in, then shot them. Then I guess maybe they shot some more of them or shot them again, just to be sure. What if someone sneaks up on us just like that? Never happened. We are way too smart for that. Also doch, die arbeiten doch mit Bastian zusammen. Wir müssen aufpassen, dass keiner... Sie hat... Sie kann nicht gut schleichen, Kalina, aber sie kann sehr, sehr weit feuern. Sie braucht nur gute Sicht. Wir sollten sie vielleicht hier hinsetzen. Putz kann auch ein Stückchen vor. Achtung, die kann schnell erwischt werden. Wir müssen aufpassen. Ah, wir sind hier im Dunkeln, das klappt. Jetzt die Leute hier vorne, den nachher frühzeitig ausschalten, das wäre cool. Das könnte eigentlich Blatt. Also die Versuchung ist zu groß. Die kommen da sicher nochmal hin. Da oben ist nur einer und da oben ist noch ein weiterer. Achtung, Boons wird gleich entdeckt. Da müssen wir aufpassen. Gucken, ob wir mit ihm noch weiter nach oben hin können und dass er gesehen wird. So, das funktioniert eigentlich gut. Ich würde mit ihm jetzt gar nicht anfangen. Wir müssen erst im Kampf eingesetzt werden. Einer, der weit oben war, ausgeschaltet und die wissen nicht, dass die anderen rechts sind. Die sind immer noch verborgen, die können mitkämpfen. Der hätte ja einen Vorteil gehabt. Zwei laufen hier rum. Ein dritter, ja, der hat es auch mitbekommen, der kann gleich mitkämpfen. Und die hier sind gar nicht aufgedeckt. Es gäbe Schlimmeres. Die Frage ist, Kalina ist die einzige mit einer Reichweitenwaffe, ob die so weit feuern kann. Kann sie, ist aber selbst für sie außerhalb ihrer Reichweite. Ein einfacher Schuss bei ihr kostet Minimum 7 Aktionspunkte. Sie sollte eigentlich dichter ranziehen, finde ich. Wir versuchen, ihre Tarnung aufrechtzuerhalten. Ja? Beginnt mal. Och nein, ich wollte das eigentlich wegklicken mit links. Das ist aber doof. Ich dachte, man muss anscheinend mit rechts abwählen. Das ist gerade sehr ärgerlich. Wir ziehen mit ihr bis hierhin vor. Sie bleibt verdeckt. Da kann sie gleich Überwachungsfeuer machen. Wir haben Barry. Schauen, ob er verborgen bleibt. Es klappt. Wir machen mit ihm gleich Überwachungsfeuer in die Richtung hin, falls sie die jetzt aufgedeckt haben. Dann haben wir Igor hier hinten. Igor kann auch Messer werfen. Waffenwechsel. Mobiler Schuss. Aus dem Hinterhalt. Hierhin, da hätte er auch Deckung. Schwer verletzt, das ist sehr schön. Und er hat noch 5 Aktionspunkte übrig. Das würde für einen einfachen Schuss reichen. Oder einmal hinhocken oder irgendwas in der Art. Dann haben wir noch WB hier. WB könnte ebenfalls den laufen und schießen. Und zwar auf den hier. Der hat garantiert keine Deckung. Das würde 7 Aktionspunkte, das da kostet alles 7 Aktionspunkte. Dann würde ich direkt vor ihn ziehen. Hier hätte er eventuell Deckung nach rechts, oder? Nachher? Schwer zu sehen. Hier hätte er Deckung nach rechts.
Das sollte eigentlich reichen. Fast tot. Und bei ihm bleiben 4 Aktionspunkte übrig. Messer werfen. Ready to shoot. Hier oben hat er überall... Die Rüstung wird durchschlagen. Das ist schon mal ganz gut. Reichweite stimmt. Er hat nur einen Geschicklichkeitswert. Er wird flankiert. Das sollte eigentlich klappen. Ne? Könnten sogar einmal zielen. Das einzige Doof ist außerhalb der Reichweite. Ein Tier wäre auf den Hals zielen. Hals hat allerdings den Nachteil. Geht auf die Genauigkeit runter. Aber wir hätten mehr Schaden. Da er fast tot ist, ist die Sache, dass er Rüstung trägt, eigentlich egal. Also Rüstung sorgt nicht dafür, dass er weniger gut getroffen wird, nur dafür, dass der Feind weniger Schaden hat. Deshalb würde ich hier drauf zielen. Das ist irgendwie sicher. Machen noch einen 4. Wurf drauf und versuchen es hier. Das hat geklappt. Jetzt bleibt nur der Kollege hier vorne. Und Igor hat 5 Punkte und schwer verletzt. Ich hoffe, das reicht jetzt. Er kann auch Messerwerfen machen. Hoher Geschicklichkeitswert. Er hat einen Bonus, weil er dasselbe Ziel, weil das gilt als Nahkampfaktion, obwohl das der Wurf eines Messers ist und er greift dasselbe Ziel nochmal an. Messer geht durch die Rüstung durch. Er ist nur schwer verletzt. Reichweite passt nicht. Wir könnten es auch hier machen. Er hat wie viele Aktionen? Wir könnten zweimal zielen sogar. Einmal zielen können wir machen. Er hat 4 Punkte. Komm, wir versuchen es. Sehr schön. Das hat zauberhaft funktioniert. Jetzt ist ein Feind nach oben. Das ist der hier oben. Das ist natürlich eine tolle Position. Barry hatte noch 4 Aktionspunkte hier hinten. Sollte da einfach... Der hat eine Pistole, ne? Der wird wahrscheinlich auch runterlaufen. Noch wurden wir nicht gesehen. Ich würde hier einmal bleiben, eigentlich. Wir könnten noch eins weiter vorziehen. Und wir nachher besser nach oben links laufen können. Der sollte da eigentlich auch noch nicht gesehen werden können, oder? Ja. Da bleibt er jetzt aber. Der wird nie und nimmer gesehen. Eventuell könnte er sich auch hinstellen, aber ich fürchte, dann wird er eher gesehen. Da sagen wir einfach eine Runde abwarten und dann haben wir noch Boons hier vorne. Ah, jetzt steht er Boons im Weg. Bis hierhin vor und abwarten. Und jetzt mit allen eine Runde weiter hier. Kalina hat noch 2. Igor kann sich hinhocken noch. Und die anderen können gar nichts machen. Blatt hat noch ganz viele. Blatt wartet hier ab und wenn wir viel Glück haben, rennt er hier runter. Und Blatt könnte einen Überwachungsmodus machen. Der hat eine Waffe auf kurzer Distanz. Der Überwachungsmodus sollte nicht zu weit reichen. Für den Fall, dass der hier runterspringt oder dass der hier den Weg nimmt. So einmal hier. Mehr aber nicht. Und einmal weiter hier. Wir zielen genau in dem Augenblick auf dem, wo der hinter dem Baum steht. Aber Feind hat alle Aktionspunkte verbraucht beim Rennen. Und mit so vielen Leuten sollte man das doch jetzt schaffen. Das ist auch nur ein Feind hier. Wir schnappen uns ihn hier vorne, Blatt, und machen jetzt wieder die fliegenden Dolche. Von hier aus. Er steht natürlich hinter Deckung, aber aus der Entfernung. Er hat noch ein paar Punkte übrig, 10 Stück. Messer werfen, wir können noch ganz oft...
Ah, das ist das eine Messer, was er danach wieder aufheben muss. Wird bei Tötung mit einem anderen Angriff wieder aufgeladen. Zielen einmal hier drauf. Das haben wir gut hinbekommen hier. Wir haben immer noch keinen einzigen Trefferpunkt verloren. Wunderbar. Alle Leute ausgeschaltet. Hier steht allerdings zugeändert. Das heißt, irgendwo ist noch ein Kampf. Irgendwo muss noch ein Gegner sein. Es kann sein, dass hier oben Leute sind, die wir gerade aufgeschreckt haben. Normalerweise wird es jetzt in Echtzeitmodus übergehen. Das ist aber anscheinend nicht der Fall. Es kann sein, dass wir von irgendwo noch angegriffen werden gleich. Wir wissen leider nicht genau von wo. Yes? Am realistischsten ist von hier rechts. Wir sollten die Leute hier runterkommen lassen. Hier haben wir noch mehrere Leute, die verborgen sind. Das ist ein Trumpf. Kalina natürlich nicht. Das heißt, wir bringen hier alle einmal in Deckung. Ziehen mit WB. Hier hin zum Beispiel. Moving to position. Und legen uns einmal hin. Blood here. Blood kann nicht allzu weit laufen, ne? Also hier sollte den doch eigentlich keiner sehen können. Wir laufen einmal hier hin. No sweat. Dann haben wir Igor hier hinten. Also die Leute könnten entweder von hier runter feuern, von hier oder über die Brücke kommen. Andere kann man wahrscheinlich auch klettern oder über die Brücke. Wir haben vorne rechts, wir ziehen ihn auch nach links rüber. Jetzt habe ich auf Plündern geklickt hier. Ah, das ist sein Messer. Das nimmt er wieder mit. Das hat er geworfen. Und von hier aus keine Aktionspunkte mehr. Boons hier hinten. Boons ist im Augenblick verborgen. Wir ziehen mal ein bisschen. Ah, das ist so riskant. Wir wissen nicht, von wo die kommen halt. Wir lassen die beide erstmal hier. Aber mit Kalina müssen wir irgendwas machen. Die kann schon mal Kräuter sammeln. Frag mich nicht warum. Sie bleibt auch einmal hier. Und eine Runde war. Oder wir ziehen mit ihr hier vorne hin. Understood. Pre-Warp Dude, vielen Dank fürs 8. Abo. Liebe Grüße an dich, danke dir. Jetzt eine Runde weiter, weil ich wüsste die jetzt gerade nicht. Wir wissen nicht, ob wir die nach links oder nach rechts bewegen müssen. Irgendwo ist anscheinend noch ein Feind. Wo ist denn der Feind? Wir sind immer noch im Rundentaktikkampf. Und wir wissen nicht wo. Die haben Sicht auf uns oder sind aufgeschreckt und wir nicht. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ready for a fight. Wir gehen mal mit Blatt hoch und laufen mal hierhin. Got it. Wir sehen immer noch da vorne ist einer. Der ist aufgeschreckt, okay. Ach, die haben noch einen Scharfschützen, den haben wir noch nicht gefunden. Das ist echt fies. Wir sollten eigentlich Kalina oben hinbekommen, finde ich. Weil Kalina raufschicken ist irgendwie Quatsch. Aber ich wette, die haben uns hier unten noch nicht gesehen. Vielleicht können wir hier rauflaufen und hier klettern. Mit Barry. Einmal hier hin. Ich hoffe, er wird dabei nicht aufgedeckt, sonst doof. Mit Boons. Hier kann man nachher wahrscheinlich raufklettern. Beide immer noch verborgen. Und Kalina, sie ist ja nicht mehr verborgen. Ich würde eigentlich gerne mit ihr hier oben hin. Sie ist die Einzige, die aus Distanz schießen kann. Sie braucht aber auch gute Deckung. Sie könnte erstmal, wir stellen uns einmal mit ihr hin. Dann kann sie weiterlaufen. Hier hin hat sie halbe Deckung. Da hat sie gar keine Aktionspunkte hier und hier noch ein. Oh, yes. Das war nicht der Sniper hier, schaut mal, oder? Ist das der Sniper? Nee, das ist nicht der Sniper. Yes? WB ist noch da.
Hier haben wir eine gute Deckung. Acknowledged. Yukuruno besteht darauf, es sei der Sniper, aber der Sniper müsste doch eine andere Waffe haben. Schau mal, der hat doch nur eine Pistole. Nie und nimmer ist er das. Ob, weil er ein rotes Zielscheiben-Icon hätte. Weil er ein anderer Typ von ist. Also Leute, der hat, guck da mal, welche Waffe er hat hier. Vielleicht kommen wir auf den Turm rauf, mal schauen. Wir laufen mit Igor noch rauf. Igor kann hier nirgendwo Deckung bekommen. Wir können nicht zwei Leute hier oben drüber laufen lassen. Vielleicht können wir ihn hier runterlocken. Ich laufe mal. Mit Igor hier hin. Das reicht eigentlich. Und eine Runde weiter, ne? What is up, man? Blatt bleibt hier. Blatt kann Überwachung machen. Der kann das sogar im Liegen machen. Nobody's getting by me. WB kann gar nichts mehr. Einmal hinhocken und eine Runde weiter. Das ist echt spannend. Ob die anderen auch mitkämpfen, von hinten noch kommen, wissen wir nicht. Nur einen haben wir bislang gesehen. Er zieht rechts rüber. Wo ist Kalina? Kalina ist ja die mit der besten Reichweite. Hier hinten. Kann die so weit schießen? Hat er Rüstung? Ich glaube nicht. Ah, sie kann nur auf den Kopf zielen. Der Rest ist in Deckung. Und sie ist noch nicht... Ja, machen wir. Kopfschuss und Reichweite, aber sie, wir müssen halt zielen. Zielen. So viel zielen wie geht mit allem, was wir haben. Kalina, und wir hätten sie beinahe nicht mitgenommen, Leute. Wir hätten beinahe Kalina nicht mitgenommen. Aus der Entfernung brezelt sie ihn weg mit einem Kopfschuss hier. Leute, was haltet ihr von Kalina, unserer Ukrainerin? Ich weiß, wir haben sie nur als zweite Wahl mitgenommen, aber das war zauberhaft, kann man nicht anders sagen hier. Aber immer noch Rundentaktik. Hier kommen immer noch Leute von oben. Die sind immer noch nicht entdeckt worden. Wir ziehen mit ihnen noch ein Stückchen weiter vor. Einmal hier hin. Immer noch verborgen und einmal bis. Bis hier hin. Kalina bekommt die ersten dubiosen Heiratsanträge im Chat. Liebe Grüße Richtung Hamburg. Dann haben wir hier vorne noch Igor. I do it. Einmal hier oben rauf. Da haben wir noch immer Blatt. Und jetzt können wir mit ihm Meter machen. Die Frage ist, kommen wir? Es ist sehr riskant gedacht, weil es kann, wir laufen nicht in Deckung rein. Es könnte sein, dass wir direkt, da ist nur ein Scharfschütze, dass sie ihm direkt vor die Flinte laufen. Wir haben hier nirgendwo Deckung. Alternative wäre, dass er nur ein Stück vorlaufen und in nächster Runde dann den Rest. Oder so weit laufen nur, dass wir noch Aktionspunkte haben, um uns hinzulegen. So könnten wir uns hinlegen. Bleiben zwei übrig. Haben wir einen aufgedeckt? Da ist einer. Und was ist das? Ist das der Sniper? Das ist der Sniper. Scheibenkleister. Er legt sich bitte hin einmal hier. Ready. Mit WB machen wir das genauso. WB rennt so weit vor, dass er sich hier hinlegen kann. Moving to position. Zugleich sind die nicht so dicht nebeneinander. Das ist ein Granatewurf. Wir könnten noch eins vorziehen. Wir könnten
noch einen weiter vor. Nee, es kostet zwei Aktionsleder nicht. Einmal hinlegen. Und eine Runde weiter. Habt ihr die Feinde mitgezählt? Ist es nur ein oder nur zwei Feinde? Habt ihr mitgezählt, wie viele Leute müssen wir noch umbringen? Und dann mal umgebracht. Zwei waren hier vorne, einer runter. Vier. Fünf. Sechs sind in Summe, das ist der letzte, ne? Nur noch den Sniper hier. Okay. Oh, der ist festgenagelt. VB ist festgenagelt. Und das bedeutet... Oh Gott, ich hab's vergessen. Festgenagelt wusste ich mal. Wir gucken mal nach. Angriffsmodifikatoren. Nee, hier ist das noch nicht erklärt. Also ich weiß nicht, ob es, wenn er sich bewegt, wird er beschossen. Das ist aber nicht dasselbe wie Überwachungsmodus. Wenn er sich, Überwachungsmodus, man bewegt sich oder man schießt und dann wird man beschossen. Was, wo ich mir gerade Sorgen mache, ist, dass er auch so beschossen würde. Das weiß ich gar nicht. Das hatten wir schon mal, aber ich kann es gerade nicht nachgucken. Aber wir können mit den anderen doch schon mal auf ihn schießen. Und Blatt kann doch jetzt aufstehen, vorlaufen. Das ist nicht der Überwachungsmodus. Der Überwachungsmodus, der ist ein Kegel. Das ist nicht der Überwachungsmodus. Matze meint, wenn er sich nicht befreit, hat er in der nächsten Runde einen direkten Treffer. Sowas in der Art glaube ich auch. Mit Blatt könnten wir von hier aus schießen. Hat die Wahrscheinlichkeit, dass er treffen. Ist echt gering. Eine Tür wäre, wir könnten mit ihm vorlaufen. Oh Gott, wie wähle ich ab? Hier abbrechen. Wir gucken, ob die hier rechts von der Seite was machen können. Barry einmal vor. Barry kann mobilen Schuss machen. Da hat er kein Ziel. Das kann er nicht machen. Dann kann er einfach nur vorziehen bis. Hat hier nirgendwo Deckung. Boah, das ist so riskant. Sieht's mit Igor aus? Ist Igor schneller? Ja, Igor ist beweglicher. Hierhin hat er gute Deckung und kann nur einmal ballern. Ihr könnt ja zweimal ballern. Ja, hat er fünf Aktionspunkte übrig. Einmal hier hin. Einmal hier hinziehen. Yes, go. Da sind wir. Das jetzt einmal, vielleicht wenn er ihn trifft, kann es sogar sein, dass er gleich... Er ist fast komplett unter Deckung. Wir könnten ihn ebenfalls in Überwachungsfeuer nehmen, aber das hilft WB drüben nicht weiter. Wir könnten auf die Arme zielen hier. Aber es ist denkbar unwahrscheinlich. Das wird eher für den Überwachungsmodus gleich sprechen. Wir gucken mal, ob wir mit Kalina was reißen können. Wo ist Kalina? Ganz weit weg. Die hat überhaupt kein Ziel. Rauchgranate haben wir keine. Also das Einzige, was ich sehe, dass wir versuchen, mit Blatt den rauszulocken hier. Das, was natürlich riskant ist. Also, dass wir mit ihm vorlaufen, das sollten wir einfach eigentlich durch das Festgenagelt hindurch machen können. Fliegende Dolche. Und dass wir vorlaufen, er muss... Auf jeden Fall einmal raus aus der Hocke. Und wir könnten laufen bis zu hierhin. Dann versuchen, links weiterzukommen. Danach hätte er noch wie viele Aktionspunkte übrig? Es verbraucht nur drei. Einmal bis hierhin.
Einmal daneben. Einmal getroffen. Achtung, jetzt sind da zwei rote. Nee, einer nur noch, ne? Das ist manchmal eine Anzeige. Ja? Hier sehe ich plötzlich zwei rote Pfeile. Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Es gibt nur einen. Auf ihn ist keiner da. Wir können noch ein Stück vorlaufen. Bis hierhin und dann versuchen, das Messer zu werfen. Blood's gonna draw some blood. Oh, er kann es von hier versuchen zu werfen. Wenn ein bisschen dichter, er kann es von hier versuchen zu werfen. Das kostet ganz wenig Aktions. Er hat aber nur ein Messer. Wir haben alles. Wie viel würde das Schießen gleich kosten? 4 bis 7. Einmal Messer werfen. Ja, geschafft. Hat funktioniert. Er hatte unendlich Messer, aber nur das Messer, das blaue Messer dort unten, Yoko Ono, das kann er endlos oft werfen. Das muss er nicht aufheben, aber das kann er nur einmal pro Runde machen. Das hat er gerade gemacht. Deshalb muss er das andere Messer nehmen, das normale, das er nur einmal besitzt im Augenblick. Es sei denn, man gibt ihm übers Inventar innerhalb von einem Inventarslot noch mehr Messer. Im Augenblick hat er nur eins, könnten aber das bis zu 10 ihm geben und dann könnte er auch in einer Runde mehrere werfen. Ja. Das haben wir auf jeden Fall hinbekommen. Sehr schön. So, jetzt ziehen wir mit allen Leuten einmal. Wir fassen einmal alle zusammen. On my way. Erstmal alle runter einmal und alles einmal einsammeln. You got it. Yes, we'll do. Haben wir alle? Oder fehlt noch irgendwo einer? Ich glaube, wir haben alle eingesammelt, ne? Jetzt wollen wir einmal die Umgebung cleanen. What is up, man? So, wo ist denn Vivi? Ja, vorne. What? Jetzt schauen wir mit Alt-Taste, wo wir Beute machen können. With certainty. Ja, wir haben neue Wummen. Wir haben ein zweites Kampfmesser, das wir Blatt geben können hier. Ist es... Ah, Moment mal. Das ist nicht... Ach nee, das ist was anderes als das... Ah, mit dem Messer kann er, mit den unendlichen Messern kann er einmal pro Runde unendlich oft werfen, danach nur einmal. Wir können ihm kein einzelnes Messer gleichzeitig geben, dann könnte er höchstens die Wumme wegnehmen. Das habe ich eben falsch erklärt. Dann geben wir das Messer stattdessen... Igor, ein zweites. Dann kann er zweimal Messer werfen. Das können wir machen. Mhm. Dann haben wir neue Waffen in guter Qualität. Er braucht noch eine zweite Wumme. Könnten Barry eine zweite, eine Waffe hier geben, eine Browning. Auch zwei. Oder wir geben WB lieber eine zur Auswahl. Da kann er wechseln. Kalina hatte das Gewehr aus der Entfernung. Alles klar. Dann haben wir hier nochmal Beute. Eine Stabgranate bitte für Barry. Es war eine andere als die normale, die er hat. Die normalen sind die, die er selber macht. Das sind seine Hohlladungsgeschichten. Wo sind die denn? Die sind jetzt hier in der Kiste gelandet. Das ist natürlich Quatsch. Dann geben wir die erstmal alle Barry hier. Barry tauscht die hier aus und die einfachen packen wir hier unten hin. Die einfachen Stabgranaten. Eine Drahtschere, hoher Technikwert. Wir hatten nur einen Technikwert. Kalina hat schon eine Drahtschere. Wir geben ihr eine zweite. Dann schauen wir einmal unten lang, ob wir noch viele Dinge aufsammeln können hier. Hier waren wir schon überall, ne? Laufen ein zweites Mal durch. Looten, looten, looten bitte. Let's go.
Order accepted. Also ihr merkt schon, wir profitieren sehr davon, dass wir unser ganzes Geld ausgegeben haben. So eine super Truppe und dass wir viel Wert gelegt haben, auch auf Treffsicherheit und Co. Das merkt man schon, ne? We're moving. You got it. Yes. Yes, go. Können wir hier oben einmal... Gott, wie geht mal eine Etage rauf? Ich muss, glaube ich, einen einzelnen anklicken. What next? Du musst dann gehen auf eine Ebene nach oben. Always use protective gloves when looting. Ja, wenn wir uns irgendwann aufteilen, kann sein, dass ein anderer Trupp eine Drahtschere braucht, aber noch ist es ja nicht der Fall. Und die anderen haben alle keine guten Technikwerte. Ah, noch eine Knarre. Ohne Muni. Und Muni. Jetzt hier unten für den Teamtrupp. Und einmal runter. Jetzt können wir uns überlegen, will man das Gewehr geben, Leute. Also am besten würde ich das Gewehr jemandem geben mit wenig Aktion, mit nicht zu vielen Aktionspunkten, weil man rennt nicht an die Front, muss nicht mobil sein und mit eher mit wenigen Trefferpunkten. Weil dann kommt man nicht so leicht in den Nahkampf rein, also in den Nahkampf-Schusskampf rein. Das könnte ein Fall sein für wen? Wir schauen mal, wer wenig Bewegung hat. Boons käme in Frage. Boons hat allerdings 79 Gesundheitspunkte. Kalina hat schon ein Gewehr. Barry wäre eine Option als Alternative zu den Granaten. Der hat nicht viele Bewegungspunkte. Barry oder Boons? Dann hat Boons mehr Reichweite. Boons wäre die offensive Variante, wenn wir sagen, wir wollen sie noch besser machen. Mit Barry werden wir insgesamt breiter aufgestellt. Ich würde, im Chat meint auch eher Boons, ne? Wir machen es mit Boons, ja, ja. Wir wechseln einmal rüber zu Boons. Und geben ihr dann hier unten das Gewehr rein. Dafür braucht sie allerdings die auch entsprechende Munition. Das ist... Oh, das hat sogar eine Modifikation. Schaut mal. Gott, jetzt habe ich vergessen, mit welchem Shortcut man das hier aufruft. Wisst ihr das auswendig? Ich muss nur mal kurz gucken gehen. Da. Waffenmods. Das ist das Gewehr und es hat ein Standardvisier, das keine Änderung gibt. Tolle Modifikation. Das gibt überhaupt gar keinen Plus hier. Na toll, ich bin schwerstens begeistert. Das ist eine unglaubliche Hilfe hier. Dann brauchst du dafür Munition und zwar 7,62. Das ist die hier. Einmal nachladen, der Rest bleibt im Team. Alles okay. Rechtsklick, natürlich Rechtsklick und modifizieren. Da war's. Sehr gut. Dann nehmen wir wieder unsere Leute. Schauen mal, ob wir hier oben noch irgendwo Beute machen können. Ja, wir haben ein Gerät gefunden, das wir hacken können. Wie gut, dass wir jemanden mit halbwegs plausiblem Hacking-Wert dabei haben, nämlich Kalina. Bekommen Infos über die Region I2. I2 ist die Info, in der wir drin sind. Sehr, sehr geistreich hier. Das können wir auch nochmal machen. Schlosserwerkzeug oder eine Brechstange. Haben wir beides nicht, ne? Können wir nicht machen. Wir können uns merken, dass wir hier eventuell mal zurücklaufen, wenn wir über diese Sachen verfügen. Bauteile, die gehen wir wieder Kalina. Understood. Wie findet ihr eigentlich die Grafik des Spiels? Was sagt ihr zur Grafik und allgemein zur Spielatmosphäre? Sound, Inszenierung, Grafik. Okay. So. Da vorne, ja, das ist das Einzige, was wir uns nicht holen können. Und jetzt geht's mal rüber, eine Karte weiter. Und wir wechseln jetzt hier vorne hin und gucken mal, was uns da
gleich erwartet. Nächstes Ziel, nächster Begegnung hier. Ja.